Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Ja, es war ein bisschen ruhig auf meinem Kanal in den letzten Wochen. Wir hatten die Oma zu Besuch, haben im Keller ganz viel aufgeräumt, ich habe ganz viel verkauft und ausgemistet. Und heute dachte ich aber mal, ich nutze die Zeit, während der Kleine schläft und drehe ein kleines Video für euch. Die Idee kam mir nämlich vor ein paar Tagen und zwar geht es um das Thema norwegische Namen bzw. meine Verwirrung mit norwegischen Namen. Warum Verwirrung? Ja, manchmal, wenn man einen norwegischen Namen hört und die Person noch nicht getroffen hat, dann ist es gar nicht so einfach zu wissen, handelt es sich jetzt eigentlich um eine Frau oder einen Mann? Und da gibt es einige Namen, die so ein bisschen verwirrend sind, vor allem für uns Deutsche, glaube ich. Und darüber wollte ich euch heute gerne was erzählen. Ja, das Thema mit norwegischen Namen hatten wir schon damals, bevor wir hierher gezogen sind, also vor 11 Jahren fast. Ja, wir haben nämlich damals von Deutschland aus unsere Wohnungssuche gestartet und haben bei Finn, das ist ja die norwegische Version von eBay Kleinanzeigen, kann man sagen. Also da findet man ganz viel, was die Leute verkaufen und unter anderem auch Immobilien. Und wir haben damals eben dann nach einer Mietwohnung gesucht und haben auch selbst eine Annonce aufgegeben. Also wir haben gesagt, wir sind ein Paar aus Deutschland und wir müssen jetzt hierher ziehen und haben hier ein Jobangebot und wir suchen jetzt eine Wohnung. Und dann haben sich auch ein paar Leute bei uns gemeldet. Und da sind mir schon so ein paar Namen aufgefallen, wo ich nicht wusste, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Der erste Name, der mir da einfällt, der uns geschrieben hat, war Terje. Terje. Und da war ich mir nicht so ganz sicher, ist das jetzt ein Mann oder eine Frau? Und musste dann erstmal googeln. Ja, Terje ist tatsächlich ein norwegischer Männername. Und ich finde das nicht ganz so einfach zu wissen. Also es gibt natürlich so Namen, die ziemlich klar, eindeutig männlich klingen. Zum Beispiel Stein oder Svein oder auch Morten oder Finn zum Beispiel. Da weiß man, es handelt sich um einen Mann. Aber jetzt bei Terje war ich mir zum Beispiel nicht so sicher. Ja, es gibt auch einen Namen, der relativ ähnlich klingt, finde ich. Das ist der Name Tone. Und Tone ist zum Beispiel ein Frauenname. Also Terje ist ein Mann, aber Tone ist eine Frau. Ja, aber das finde ich gar nicht so einfach zu wissen. Also damals hat uns ein Terje geschrieben und das war eben ein Vermieter, ein Mann. Und mittlerweile sind mir natürlich hier noch viel mehr Namen begegnet. Und eigentlich weiß ich ja mittlerweile schon ganz gut Bescheid, ist das jetzt Mann oder Frau. Aber vor ein paar Tagen hatte ich wieder so eine Situation, ich habe gerade was bei Finn verkauft. Ja, ich räume ja gerade ganz viel aus hier im Haus und habe ganz viel verkauft. Und da hat sich jemand bei mir gemeldet über Finn und zwar mit dem Namen Gru. Ja, und als ich den Namen gelesen habe, Gru, da musste ich sofort an die Minions denken. Der Mann bei den Minions heißt ja Gru und ich hatte sofort eben ein Bild von einem Mann im Kopf. Und dann hat die Person mir das Geld überwiesen, und zwar über diese App Vipps. Da vipst man eben das Geld rüber. Es ist ganz verbreitet in Norwegen, dass man nicht bar bezahlt, sondern wenn man irgendwie privat was von jemandem kauft, dann vipst man einfach das Geld. Ja, und da habe ich dann auch das Bild gesehen von der Person, die mir gewipst hat, und es war eine Frau. Also Gru ist ein Frauenname und dann fiel es mir auch wieder ein, dass ich schon mal eine Gru kannte. Aber mittlerweile hatte ich das schon wieder total vergessen und musste nur an diesen Minions-Mann denken und war verwirrt und dachte wirklich, Gru wäre ein Mann. Aber nein, Gru ist ein Frauenname. Ja, außer Gru gibt es bei den Frauennamen noch einige, die mich so ein bisschen verwirren. Also es gibt natürlich viele Namen, die ähnlich sind wie im Deutschen, zum Beispiel Anne oder Mari oder Kari. Da hört man, dass es sich um eine Frau handelt. Oder auch Line oder Liv, da weiß man natürlich, das ist eine Frau. Und dann gibt es aber auch ganz außergewöhnliche Frauennamen, die mir erst hier begegnet sind, wo ich ja schon gehört habe, dass es sich um eine Frau handelt, aber trotzdem war der Name ziemlich ja, außergewöhnlich. Und zwar der Name Sunniva. Ich finde, das ist so ein ganz besonderer Name, also der ist mir hier ein paar Mal begegnet in Norwegen, aber vorher hatte ich den eben noch nie gehört. Und dann gibt es noch den Namen Pernille. Den finde ich auch ganz außergewöhnlich. Also das ist auch ein Frauenname. Das hört man auch irgendwie, aber ich musste mich erstmal irgendwie dran gewöhnen, an diesen Namen den richtig aussprechen zu können. Und ja, fand ich nicht so einfach am Anfang. Also ich finde, die beiden Namen zum Beispiel sind ziemlich außergewöhnlich. Sunniva und Pernille. Also so heißen aber auch junge Mädchen hier. Also der ist mir jetzt ein paar Mal schon begegnet, der Name Pernille zum Beispiel. Aber ist immer noch so ein bisschen außergewöhnlich. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, finde ich. Ja, dann fallen mir noch ein paar andere Frauennamen ein, die ich ein bisschen verwirrend finde. Und zwar der Name Gerd. Gerd ist ja bei uns ganz klar ein Männername, aber in Norwegen ist Gerd ein Frauenname. Und das ist so ein bisschen witzig und verwirrend. Und die Norweger finden das übrigens witzig, dass der Mann bei uns in Deutschland Gerd heißt. Also umgekehrt ist das dann natürlich genauso, dass die Norweger sich darüber amüsieren. Ja, daran muss man sich erstmal gewöhnen, dass Gerd also ein Frauenname in Norwegen ist. Und Inge dagegen ist ein Männername.
Ja, und das ist ja genau umgekehrt zum Deutschen. Also Inge und Gerd, könnt ihr euch merken, Gerd ist hier die Frau und Inge ist der Mann. Also genau umgedreht. Ja, und wie gesagt, die Norweger finden das eben auch ganz amüsant, dass es in Deutschland genau umgekehrt ist mit Gerd und Inge. Ja, Inge ist also ein Männername, aber wenn man ein R hinten dran hängt, dann wird es Ingerd. Und das ist wiederum ein Frauenname in Norwegen. Und das finde ich auch so ein bisschen verwirrend. Also Inge ist der Mann, Inger ist die Frau. Gerd ist auch eine Frau und Terje ist ein Mann, aber Tone ist eine Frau zum Beispiel. Und das sind so die Namen, die am verwirrendsten sind. Gerd, Inge und Inger. Also da könnte man am Anfang durcheinander kommen, aber da gewöhnt man sich natürlich dran. Aber wie gesagt, selbst mir nach über 10 Jahren hier passiert es, dass ich denke, Gru ist wahrscheinlich ein Mann, aber nein, es war die Frau. Ja, das sollte nur so ein kleiner Einblick für euch sein, welche Unterschiede es gibt zwischen deutschen und norwegischen Namen und wie verwirrend das manchmal sein kann. Falls ihr noch welche kennt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht habt ihr noch irgendwelche norwegischen Namen gehört, die euch ein bisschen verwirrt haben. Dann schreibt mir gern. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zusehen und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.